schnell ins Auto hüpfen. Na? Was war das denn? Marcus, die Rakete wird startbereit gemacht. Yeah! Schwing deinen Arsch hierher. Abschussparty. Machen wir gleich, wenn wir schon mal hier sind, machen wir das jetzt erst. Gehst du da bitte hoch? Hoch! Das war auch dämlich. Warum er das nicht macht, verstehe ich einfach nicht. Da ich das richtig verstehe, ich muss... Ah, ich muss genau hier. Okay, wir malen also eine Kirche an. Das ist so ein guter Plan ist. Einmal ums Dach laufen. Klappt erstmal ganz gut.
allem, wo hat er denn das Ding die ganze Zeit? Ich will eigentlich noch das Geld haben. Mal schauen, ob ich es bekomme. Aber die sind einfach nur mies. Der hier wollte unbedingt mein Freund sein. So. Ich habe auch schon das Nachfolgeprojekt, also das nach diesem hier begonnen. Ich Bock dazu hatte. Kann ich da nicht einfach? Wie also das? Nein, das ist... Es war keine Absicht. Und für so knapp 20.000 passt das. Oder was? So, wo muss ich denn hin? Da, da ist natürlich auch gar nichts mal wieder in der Nähe, ne? Könnt ihr nicht mal irgendwo was hinmalen, wo ich dann Schnellreise hinmachen kann? Jetzt malen wir Kirchen an oder was? Mann, als ich hergezogen bin, hatte ich nur Shorts und T-Shirts. Sonst nichts. Scheiße. Das wurde auch immer mehr und mehr. Dann habe ich nicht mehr gezahlt und wurde zwangsgeräumt. Klar, ich weiß, dass die Stadt sehr gefragt ist, aber die Miete um 2000 Prozent. Zuerst war es die Versicherung, dann das Auto. Jetzt brauche ich eine Zahnbehandlung, die selbst bei der Versicherung nicht gezahlt hätte. Ich wäre bis über beide Ohren verschuldet, wenn ich das nicht wäre. Manchmal hat man das Gefühl. Ich habe die Regeln befolgt und die werfen mich dran. Das ist eine grandiose Idee. Du malst etwas an, direkt. Bist ein bisschen dumm, ne?
Also ich weiß nicht wieso, aber ich würde nicht direkt neben meiner Garage ein riesiges Bild von DedSec malen. Davon abgesehen, dass ich mir wieder keine Ahnung habe, wie ich da hochkommen soll. Leute beobachten. Man kriegt einen guten Einblick in die Psyche der Leute, wenn man sieht, wie sie sich auf der Straße so führen. Okay, pass auf, wir gehen jetzt erstmal hier dieses. Bei Rot über die Straße. Das hier machen. Und gehen ins Hackerspace. Boah, ist das doof. Der Mann der Stunde! Komm mit, Wesley Crusher. Zeit für den Start. Oh Mann, bitte. Ich bin ganz klar, Sisko. Jake Sisko? Captain Sisko. Es sind nur noch ein paar Minuten, dann haben wir Blum in der Tasche. Oh, wir werden die dermaßen in den Arsch ficken. T-minus 20, 19, 18. 1795 Querz Googleplex. Ich stell mir gerade vor, was ich von dem riesigen Datenhaufen ein Ständer und Dünnschiss kriege. In derselben verdammten Sekunde. 3, 2, 1, Lift off! Klasse. Irgendwas geht schief. Seht euch das an. Was für ein Blick hier oben. Zeit, Blum die Scheiße aus dem Leib zu prügeln. Blums Netzwerk ist sogar noch globaler, als wir dachten. Selbst in so ein komplexes Netz muss man reinkommen. Irgendwo. Ich kriege ein paar Zugangspunkte. Ein paar dieser Datenhubs haben auch Schwachstellen. Fantastisch, dann los. Dubai Serverraum. Seht euch die Technik an. Wrench, sabbere ich? Tut mir leid, ich höre dich nicht. Ich sabbere selbst zu laut. Kennst du dich mit diesen Servern aus, Joshua? Ich glaube, die verstehen mich. Tfaddal, Sayyid al-Muhtaram. هي احد غرف السفال لعلها صغيرة الحجم ولكنها في غاية الأهمية حيث تؤدي هذه الغرفة دور حلقة الوصل الانتاير فاسيلتي ويتم توزيع مراقبة الخدمات الحيوية الخاصة بأمور مثل قدرة الاستيعابية أو أنظمة التحكم الخاصة بنا. يعني أنت تريد أن تقول أن كل الـ Network Services come through this room؟ نعم يا سيد المحترم. كل البيانات بداية من الـ Mainframe Services to the Operations Management transits through a single node وتتم معالجتها بشكل أو آخر في هذه الغرفة. بس هذا لم يخلق a single point of failure أو bottleneck في مسار العمليات؟ سؤال وجيه يا سيد المحترم ولكن هذا غير وارد فهذه الغرفة متصلة بالمحطة الرئيسية فقط لمراقبة وتحقق